Und das ist Wahnsinn! Wahnsinn! Das ist Sparta! So, Leute. Die Frage, auf die ihr wahrscheinlich schon gespannt seid. Mein Gott, was ist das für eine? Ja, die Frage. Die Frage ist, kann ich vielleicht noch einen Cheat verwenden? Ihr habt ja schon gesehen, wie ich einen gesetzt habe, nämlich den No-Fuck-Cheat, um mal zu sehen, was Deutschland eigentlich so für eine Scheiße da treibt. Jetzt eine Frage an euch, ob es euch was ausmacht, wenn ich noch einen benutze. Das ist dieses Mal dann der No-Revolts-Cheat. Sprich, dass es keine Revolten mehr in meinen Gebieten gibt. Und was mich erheblich eine Arbeit erleichtert, weil diese blöden Stress hier oben ich ja nicht mehr habe. Und ich die ganzen Divisionen, die die Mandschurei mir freundlicherweise zur Verfügung stellt, für was anderes benutzen kann. Das ist meine Frage an euch, ob ich diesen Cheat benutzen darf. Ich wäre euch nicht böse, wenn ich ihn nicht benutzen darf. Aber es würde mir erheblich viel erleichtern, wenn ich ihn benutzen darf. Kurz was gesagt zu dem Cheat. Er bewirkt eigentlich nur, dass man, ja, dass man halt ganz einfach keine Revolten mehr in sein Gebiet hat. Das war's. Das ist schon der Cheat. Ich weiß nicht, ob das für jede Nation gilt. Aber ist an sich auch ein bisschen Schnuppe. Gut. Ach, wie sieht's denn sonst so aus? Neuguinea ist jetzt momentan der einzige Kriegsort, den ich habe. Indien ist ja komplett leer geräumt, außer die Insel hier unten. Ja, ich habe den Namen vergessen. Siodan oder sowas ähnliches. Oh, die Deutschen haben Paris besetzt. Sieh einer an. Vielleicht stirbt ja Frankreich an diesem Tapat. Was ist das denn? Ach ja, scheiße, stimmt. Okay, ich habe was in der Karibik. Geil. Ja, warum habe ich was in der Karibik, fragt ihr euch. Ganz einfach. Ich habe Gebiete in der Karibik, weil diese Holland gehörten. Ich habe ja Holland annektiert. Ne? Ja. Ist ein bisschen doof, aber es gibt mir immerhin ein IK mehr. Die Insel in der Karibik da, die ich vorhin angeklickt habe, gibt nämlich ein IK. This is what I do. I sit on you. Sit on you. Jetzt singe ich wieder. Ich habe mir gerade zu oft ein Video reingezogen. Und jetzt habe ich davon einen scheiß Ohrwurm. Was soll das denn jetzt hier wieder? Ich habe vergessen, bessere Flugzeuge zu erforschen. Mann. Ah, shit. Okay, die hole ich nach. Da hole ich nach. So, wollen wir mal sehen. Boah, warum müssen die blöden Kinder draußen schreien? Das ist nicht normales Gebratsch, ist das Gerücht. Was ist so alle 20 Sekunden Takt, ey? Davon flippt man ja aus, wenn man noch gut drauf ist. Boah, schon wieder. Okay, ihr hört es nicht, aber es nervt mich richtig. Ich glaube, ich mache mal das Fenster zu. Dazu sage ich gleich was. So, Fenster ist zu. Ich hoffe schon nichts mehr. So, Deutschland hat jetzt genügend Gebiet von Frankreich besetzt, um Vichy-Frankreich unabhängig zu erklären. So, neues Land Vichy-Frankreich, neues Land Syrien, neues Land Libanon. So, wenn Deutschland Paris besetzt hat und ich glaube 20% des französischen Kernlandes, bekommt Deutschland ein Event, in dem es sagen kann, ich tue Vichy-Frankreich unabhängig erklären, diesen südfranzösischen Staat hier unten. Dafür gehen alle Kolonien an Vichy-Frankreich. Außer Kamerun hier unten. Und man besetzt den Norden Frankreichs. Das war historisch. Oder man kann sich entschließen, einfach weiter zu kämpfen. Vichy-Frankreich ist immer das... seit paar Mal hier erobern? Schweine. Vichy-Frankreich ist immer das bessere Event, weil die Franzosen dann sehr, sehr schwach sind. Und mit 17 IK auf Kamerun gefesselt.
sind es eigentlich keine wirkliche Bedrohung. So, hast du gut gemacht. Hast du dann auch noch hinbekommen. Ja. Normalerweise hätte jetzt Vichy Frankreich diese Gebiete hier, die ich dann per Event mir abknüpfen könnte. Aber ich war ja schneller. Okay. Dann wollen wir mal sehen. Ah, Lae. Da gibt es einen Flughafen. Den haben die Australier freundlicherweise dahin gebastelt. Der ist nice. Das nächste Ziel wäre hier so Rabul zu besetzen. Hier diese Ecke da. Oh, die haben noch eine Division hergeholt. Bringt nichts. Lae nehme ich mir. So. Ich glaube, ich nehme auch die Gebirgsjäger hier vorne. Und du bist dahin. Ah, das Wiener Diktat ist gerade passiert. Da hat halt einfach nur Ungarn ein bisschen was bekommen. Hä? Moment mal. LOL? Das ist mir auch neu. Es gibt anscheinend ein Event, in dem Deutschland die ganze Slowakei besetzt. Tschüss. Das kenne ich noch nicht. Muss ich mal meinen Kollegen zeigen, ob die das kennen. Mir ist es auf jeden Fall komplett neu. So ein Event ist mir nicht bekannt. Kann ja sein, dass es noch nie getriggert ist, weil die Ungarn sowas selten sagen. So, dann. Also der Reichweite. Nee. Scheiß. Kein Problem. Wir haben ja noch Truk. Truk ist eine Inselgruppe. Ich glaube, bei den Marshallinseln. Tust sie nicht da. Du gehst nach Truk, mein Freund. Von da aus kann ich hervorragend Neuguinea angreifen. Sozusagen eine gute Sprungplatte. Deswegen sind die Inseln teils wichtig. Aber ganz ehrlich, nur weil hier zwei Siegesprovinzen sind, muss die Großbritannien die auch nicht angreifen. Ach ja, übrigens, das ist bisher das einzige Gebiet, was ich an Großbritannien verloren habe. Und ja, das haben die Briten an mir verloren. Jetzt mal ganz ehrlich, die KI ist in Zürich hochintelligent, ne? Ja. Ich ziehe den Vergleich immer gerne, weil so sehe ich wirklich, dass die KI richtig dumm ist. Flump. Dumm. So, mal sehen weiter. 2 Minuten schon. Was ist denn das? Ah. Motorisierte Verbände. Das ist motorisierte Infanterie. Das kann man mit normaler Infanterie vergleichen, nur schneller und besser. Sozusagen die nächste Stufe der Kavalleriedivision. Nur, das ist eine eigene. So, vielleicht schaffe ich es noch in diesem Part Rabul zu erobern. Sehr wichtiges Gebiet. Und da sind die ersten australischen Verteidiger, die Neuirland bewachen. Ich frage mich ja, was ein Rabul ist. Ah, cool. Ich hoffe mal, der schafft das alleine. Nope. Dann bleibst du heute stehen. Nee, Rabul ist leer. Und ein paar Zerstörer waren da. Okay, dann nähe ich mich mal Port Moresby. Und Rabul nehme ich. Diese Gebiete muss man übrigens alle besetzen. Um schließlich die Kapitulation Australiens entgegennehmen zu können. Sprich diese Insel und vor allem noch Rabul. So.
Aber jetzt. Viel zu spät. Dafür Lazarettforschung gibt es weniger Verluste. Ist auch nicht schlecht.